Yo, meine Freunde, willkommen zurück zu Story, The Path of Destinies. Oh yeah. Letztes Mal haben wir die erste Wahrheit aufgedeckt. Entschuldigung. Were all these things the Iblis Stone? Long hidden in a buried temple. Another ancient item that was only resurfacing now. Drawn up from the deeps by the Emperor's horrific rituals. So, mal. So, jetzt aber nochmal. Willkommen zurück bei The Stories. Ja, das ist meine erste Aufnahme, nachdem ich jetzt meine Krankheitswelle hinter mir habe. Ich war ja jetzt tatsächlich fast eine ganze Woche flachgelegt. Ja, jetzt wenn ihr diese Folge seht, gestern ist ja leider... Ja. Sowohl Pokémon, also ist im Grunde der ganze Tag ausgefallen. Ganz einfach. Ich hatte keine Folge mehr und ich konnte auch nichts mehr aufnehmen. So. Ja, jetzt mittlerweile geht's wieder so mit dem Hals. Also er ist immer noch ein bisschen rau, aber ich kann immer wieder aufnehmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir spielen jetzt erstmal wieder weiter ein bisschen Stories. So, das letzte Mal haben wir ja die erste Wahrheit erledigt. Also die haben wir erreicht. Und jetzt sind wir an der zweiten Wahrheit dran. Aber wir haben uns entschlossen, jetzt erstmal in den Tempel zu gehen hier und den Iblisstein zu holen. Der Imperator will den Iblisstein unbedingt haben. Und er soll ja unglaubliche Mächte haben. Und deswegen wollen wir uns den natürlich vor dem Imperator. Jetzt muss ich aber erstmal wieder reinkommen in das Spiel hier. Renato distrusted doors that opened automatically. Especially after being buried for millennia. Was this some sort of trap? Möglich. Möglich, möglich. Ein Schalter. Hep! Ah, Mist, ey. Alter, ich muss echt wieder reinkommen. Wie gesagt, ich habe das, glaube ich, fast jetzt 2 Wochen nicht gespielt. Oh, lief aber ganz gut so. Still searching for a way in. Good. And he hadn't come too late. Na, wie man es nimmt. Dann springt doch die Lava schon. They look so breakable. Richtig. Aber wir haben gerade einen kleinen Frames-Einbruch. So. Oh, guck mal, wir können sogar jetzt die zweiten schon hier aufmachen. Was ist denn das hier? Steigert die maximale Gesundheit, benutzt den Hakenschuss, um dich über Abgründe zu schwingen und Feinde heranzuziehen. Weißt du schon. Also, hoch, hier. Ausdauer wird die maximale. Schild, wenn du einen Feind mit Schild dranhängst, verliert den Schild und wird angreifbar. Gehe einen Gegner durch Stürzen an und würde, um ihn durch ihn durchzukommen und Schaden anzurichten. Okay. Fangen wir an. Wird einmal erreichen eines bestimmten Kombo-Schwelle automatisch aktiviert. Verdammt noch erfolgreich, aber bis zu deiner nächsten Aktion die Zeit. Taktischer Kampfmodus für wahre Meister. Also dann schlage ich zu. Zeit vergeht etwas und dann zack. Ich bin ja schon für Griffschaden. Durchbohre einen Gegner mit einem Schwert, wenn du ihn greifst, um Schaden zu verursachen. Das ist natürlich auch was. Und wir haben sogar 2 Fertigkeitspunkte, sehe ich gerade. Dann nehme ich doch einmal das hier. Und das hier. Nein, ich will die Dings hier kaputt machen. So. So, weiter geht's. Über diese Feuergrotte hier. Yeah. Natürlich. So, mal heilen. Was sagen? Ich sehe nichts. Nein. Shit. Oh. Ich habe kein Heilen mehr. Mist.
So ein klitzekleines Problem gerade. Das muss eine Taktik hier sein. Pam! Puh! Das war knapp. Das war knapp. Mist. Heilung? Da vorne sind Gefäße. So. So. Und nichts drin. Ja, wunderbar. Hallo. Oh, 10 Gesundheit. Dankeschön. So, was haben wir hier drin? Renato had been to a dungeon once, where all the chests had teeth and eyes. It had been a short visit. Das glaube ich. Wie geht das Schwerter wechseln denn nochmal? Ah ja. Mit dem Steuerkreuz. So, dann haben wir hier das Heldenschwert und das Feuerschwert. Gut. Ich nehme mal wie man das Heldenschwert, weil... Heilung! Mir fällt auch die ganze Zeit auf, dass man in alte Dinger nochmal hin muss, weil... Also an alte Orte. Komm ja gar nicht hin. Weil die haben ja manchmal Türen, die wir jetzt noch nicht aufgekriegen. Zum Beispiel, warte, ich zeig euch das mal. Hier vorne. Hier, die Eistür. Kriegen wir jetzt nicht auf, weil wir ja keine Eisklinge haben. Obwohl, warte mal. Ich habe jetzt noch eine ganz doofe Idee. Hey. Hey. I'm a Firefox. Nee. Wir brauchen dafür das Eisschwert. Ja, und das kriegen wir jetzt leider noch nicht. Also das haben wir jetzt noch nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier nochmal helfen können später. So. Einmal bitte aufmachen. Und was da schon wieder rumfliegt, das sieht nicht schön aus. Die schmeißen da schon wieder Feuerbälle hin und her. So. So. Und so. Gib mir mehr Leben. Verdammt. So. Ah, das ist eine Feuertür. So, können wir jetzt uns jetzt schon was leisten? Glaube nicht, ne? Ne. Hier fehlen uns nur 4 Wasserextrakte und 8 Erz. Und hier fehlt noch wesentlich mehr. So. Einmal bitte öffnen. Wir haben ja endlich die Feuerklinge. Ja, wunderbar. What's there? Eine riesige Schatztruhe. Oh. Energie bei Sieg. Oh, wir haben eine Juwele bekommen. Cool. Und die deine Fähigkeiten finde, eine Werkbombe an Juwele zu verwenden. Mach ich sofort. So, ein Juwele bitte. Da, Energie bei Sieg. Das Ausschalten von Feinden gibt dir 3 bitte mehr Schwertenergie zurück. Ja, warum nicht? Und wir haben 2 Wasserwürfel bekommen. Das heißt, so weit sind wir noch nicht. Kann man die nicht ausschalten hier? Geh mal aus! Schnell! So. Jetzt wechsle ich das Schwert wieder. Da können wir einen Schalter aktivieren. Ist hier noch irgendwas? Nö. Wieso ist hier eigentlich... Ist das Sand oder das Schnee? Könnte man fast mit Schnee verwechseln, ne? Kürbiskerne öffne dich. Mit. Mir bist du ein bisschen anders im Kopf. Ha! Sehr schön. Noch ein bisschen Gesundheit, dann wird wieder fast voll. Ja, da hierfür fällt uns das Lehrenschwert. Ich glaube, es wird das, was wir am letzten als allerletztes bekommen. Da steht eine seltsame Statue. Ich vertraue der nicht. Ach nee, das ist ja einer von diesen komischen Altaren schon wieder, ne? Ja. Wir haben auch kein Level Up. Noch kein Level Up. Nö, nö, nö. Leider nicht. Bis zum. Achso. Klar. Tschüss. Hallo, ich wollte den gerade gegen dich schmeißen, du Affe. Pam! So, zack. Nein. Pfui. Zack und zack. Mohaha. Trotzdem gefällt mir das dann nicht.
Ich muss ja nicht im Grunde jetzt nur warten, bis das Feuer da weg ist. Ja, was ist denn? Und Attacke! Huch! Wie komme ich denn darüber? Hep! The Ravens at least could not get past this point. Obviously the temple builders knew how to deal with Tomb Raiders. Oh, siehst du mal, mit Tomb Raiders. Also Lara Croft finden wir hier auch nicht. So, ja, wir haben noch ein Wasserextrakt. Den Altarbrücken können wir immer noch nicht nutzen. Alter, müssen wir da ganz runter, wirklich? Guck mal, ich sehe da nämlich solche Haken-Dinger, wo wir uns rüberhaken können. Je. Ah, einer dieser schwebenden Fahrstühle. Um Gottes Willen. Renato wondered what would happen if he jumped. Would he be rescued by an emergency platform? Das wollen wir gar nicht ausprobieren. Alter, was? Achso. Alter. Klar, warum nicht? Heps. Was ist das? Achso, das ist Schatten. Was ist das? Sieht mir aber nach Kampf aus. Oh ne. Da ist der Iblisstein. Blackness. It reflected no light. Like a void made solid. Nervous, he picked it up. Who said that? It was the stone. Eager. Thirsty. That seemed tempting and terribly wrong. Zenobia was the Emperor's greatest general and a potent witch. But they had been close once, and Renato wasn't sure he really wanted to be Emperor. Why not capture the core of Sky Ripper instead? It was the eye of a lost god torn out by the transcendent Emperor to power his greatest weapon. Not the core, said the stone anxiously. Der Edelstein, er versprach große Macht im Tausch gegen das Blut von Zenobia, die Renato einst sehr nahe gestanden hatte. Aber sie war auch die einzige Tochter des Imperators und dessen größte Generälin. Doch wenn es dazu führen würde, genug Macht zu erlangen, um die Tiden des Krieges zu wenden und den Imperator zu besiegen, dann war es das Opfer vielleicht wert. Der Edelstein wäre, aber konnte Renato Zenobia wirklich töten, selbst wenn sie die größte Generalin des Imperators war? Vielleicht könnte Renato stattdessen die Kerne des Sky Rippers an sich bringen. Dem Edelstein schien die Idee nicht ganz und gar nicht zugefallen. Hat er vielleicht Angst vor dem Kern, Kraft des Kerns? Puh, aber haben wir das nicht schon durch? Also hier? Ich meine, den Kern des Sky Rippers haben wir doch schon gehabt. Deswegen gehe ich mal zu Zenobia. Blut und Tod für Iblis. Komm, wollen wir aber böse sein. Ja, wir sind böse. If the stone could truly turn him into a powerful warrior, he could defeat the Emperor with the very weapon the wicked old toad had sought for himself. To be a hero, you had to sacrifice old friends sometimes, especially when they've become enemies. Eieieiei. Ach Leute, das Spiel ist echt toll, ey. Man hat hier echt wirklich... Ne? Gucken wir mal. Ich weiß, dass das natürlich eine Falle ist. Wir werden natürlich am Ende im Hintern getreten, wenn wir dem Edelstein helfen. Andererseits finde ich es aber auch gar nicht mal so schlecht, weil wir haben ja zum Ende gesehen, dass Zenobia auch uns töten wollte, als wir den Skyripper benutzt haben oder benutzen wollten. Dann schauen wir mal weiter. Dann wollen wir mal gucken, wohin uns das Ganze führt. Vielleicht können wir ja vor dem Ende noch so einen Rückzieher machen. As he placed the impossibly black crystal in his gauntlet, Renato had a sudden vision. Charred fields covered in dead ravens below a black sun. Was it the time of the lost gods before the transcendent emperor? Was it the future? Feed his souls, it whispered. Take the power.
He could feel the stone's hunger for souls. Its thirst for blood. All right, I get it. This was going to be interesting. Tatsächlich, guck euch mal an, wir leuchten voll violett. So, dann. Ah, verführte Zenobia an den Iblisstein. Wunderbar. Ja. Oh Leute, wir haben ja noch ein paar Wartenheiten vor uns, ne? So. Hep. Hier unten liegen schon alles tote Raben. Und Kaninchen. Die Rebellen sind also auch alles Kaninchen. Oh, der arme Kohl. Oder Salahat. Oder was auch immer. Hi Leute. Was geht? Ach. Oh, erschreckt mich doch nicht so. Ich wollte gerade sagen, da hinten haben wir wieder so ein komisches Auge. Yeah. Wer bezahlt denn ihr Gehalt? Moment, kurz husten. So, wieder da. Ich habe ja gesagt, dass mein Hals noch ein bisschen was zu tun hat. Und da hinten dieses Pulverisierauge. Ich erinnere mich immer noch an die Szene, wo das Kind geröstet wurde. So. Pam! Einmal durchgeschnitten. Jemand Lust auf Schinken? Jo. Noch mehr. You know, ore is pretty heavy to carry. You know what's not? A new sword. Der gibt mir den Werkstatt, Witzbold. So. Oh, der dreht sich doch auch. Hehe, geh weg. Nee, hau ab. Geh weg. Pim. Na gut. Ach, das sind sogar vier. Oh, das sind drei. So, was ist dick. Why don't you guys fight in groups? Oh, I know. Cause there's no I in team. Oh Gott, der war aber schlecht. Ach komm. Der war ja wohl massiv schlecht, sorry. Kein Ei im Team. Oh oh. Alter, beide in einer. Zack! Zack! Oh, schade, ich dachte, ich kriege jetzt beide mit einem Schlag fertig, weißt du? Doppelschnitzel hier. Ah, wo sind die Raben? Keine Raben hier? Zenobia was waiting for Renardo. She was alone, confident as always. Fire danced at the tips of her claws. Are you here to surrender? She seemed as cocksure as he felt. But she didn't know he had the stone. And I've missed you too, love. He chuckled. She spotted the stone and bolted without another word. Okay. So. He had the materials to make a sword, and here was a crafting bench. Now, where could he make an ice cream soda? Warum? Ja, komm, wir machen uns einen Milchshake. So, jetzt können wir Winterdorn. Frieden Gegner ein, kostet Energie. Finde ich gut. Tada, sieht ein bisschen seltsam aus, aber. Ja. 100, wir brauchen zum Op. Oh, wir können die auch noch upgraden, stimmt ja. Ja, da fehlt. Aber ich will erstmal alle Schwerter haben. Ja, friere den Gegner ein, kostet Energie. Wunderbar. So, ja, schön, dass hier eine leere Tür ist. Können wir nochmal zurück? Oh komm, lass mich zurück. Da war eine Eistür hinten. Nein, nicht. So. Ich nehme mal wie immer die Heilklinge. Ich bin ja eher für Heilung. Was? Also das war die Werkbank. Pam, so. Ach, ich wollte gerade sagen, ich hätte... Mann, du, schreit mir noch nicht mehr dazwischen. So, was haben wir hier? Durchstürzen.
Ich nehme das mal, weil wir benutzen das Stürzen recht gut. Also recht oft. Ach. Nein! Alter! Ruf damit! Haha! Hat dich kommen sehen! Nein! Mist! Jetzt komm mal her, ihr wollt ihn mal als Wurfgeschoss hier! The Raven was on Zenobia's Island were no match for Renardo. They screamed as the stones sucked out their souls. And with each death. He felt stronger. Take the power. The stone told him. Echt? So mächtig fühle ich mich jetzt aber nicht. Oh, das ist Energie, warte. So. Wollte mich aber voll heilen, wenn wir schon so Energiekürbisse finden. Ah, da ist sie. Hey, Liebes. Finally, Renardo caught up to her. He had never seen her scared before. At school, she'd been the determined, brave one. Now her eyes were wide, frightened. He didn't like seeing her this way. Kill her, whispered the stone. You cannot win your rebellion without it. Please. No, said Zenobia. Not that way. Oh, they had been so close once. Could he really feed her soul to his demonic gem? But if he spared her, he would not get the full power of the stone. Oh, how could he be the hero he wanted to be? Oh Gott, das ist aber echt schwer. Mal unterhaus, wenn das nicht der Grund dafür, warum er hergekommen war, Zenobia zu töten, würde ihm die Macht verschaffen, den Gegner zu besiegen. Und konnte Renan sie wirklich töten, jetzt wo sie ihm ausgeliefert war? Sie hatte sich in ihrer Jugend einst sehr nahe gestanden. Er könnte es Zenobia verschonen, aber er glaubte nicht daran, dass sie ihm so einfach ausliefern würde. Sie sich ihm so einfach... Was machen wir jetzt, ey? Oh Gott. Wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal die Katastrophen. Wir haben mit dem Skyripper ja bereits die Welt einmal zerstört. Und ich finde, jetzt machen wir einmal den harten, bösen Weg. Los geht's. With a flick of his wrist, he slashed Zenobia's throat. Her eyes widened even more. And then the light went out of them. Renardo felt amazing. Power was rushing into him like water from a burst dam. Oh, such brilliance, exulted the Iblis Stone. Tasty. Renardo returned to the Farfarer and set a course for the Nexus. The Empire had a communication outpost there. He could call the Emperor directly. It was time to seize the outpost. And let the Emperor know what he had done. Okay. Gut. Also gehen jetzt nur stracks nach vorne und sagen dem Imperator, hier, wir haben deine Tochter getötet, die hatte wäre mächtig. Mal sehen, ob sich das auch wirklich im Spiel auswirkt jetzt. Dass wir so mächtig sind. Hey, 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 hey. Komm, man muss auch mal erstmal den dunklen Weg nehmen, bevor wir dann zum richtigen Helden aufsteigen. So, es gibt immer nur vier Wahrheiten. So, der Nexus, da waren wir ja schon mal gewesen, und zwar sind wir ja damals... The Nexus was beautiful. He never realized how beautiful. Everything glowed. The wind was so sweet. The sun so soft. The stones so warm. The black raven feathers. Black feathers. Suddenly, his eyes are filled with them. He's falling through smoke under a dead sun. A voice calls him home. Is this a vision? Whose? Is this the time of the lost gods? Or the future? No matter. What mattered now was killing his way to the Imperial outpost and challenging the Emperor from there. Es wirkt sich aber also schon bereits negativ auf uns aus. Töte Rallerabe im imperialen Posten. Wir müssen doch da lang, oder?
Weil ich vermute hier eine Kiste, wo ich jetzt gerade lang gehe. Nee, augenscheinlich nicht. Nein! Mist. Fühlt sich wie Tarzan. So gut. Oh nein, die Tür hätten wir aufmachen können. Da hinten, das war eine Eistür. Och Mann. Crap. So, lass mich rein. Zack. So. Ich sehe schon, wie unglaublich mächtig wir sind. Alter. Ich sehe schon, wie unglaublich mächtig wir sind. So gut wie gar nicht. Haben wir da vielleicht ein bisschen Heilung drin? Nee. Macht. Macht. Ja, Macht. Wo? Ja. Kann ich wieder zurück? Nö. Och Mann, immer diese Einspannstraßenwege hier. What was he doing here? Bernardo! Oh! Hey, buddy! Hey there, old buddy! Please don't kill me! Why would I kill you? Asked Bernardo, although he had been thinking about it. Was? Well, you've become... No, I mean, no disrespect at all here. Kind of... evil? Maybe, you should... I don't know, go to the mountains to... Have a think. See if maybe you're sure the stone is not all that healthy a thing to keep. I suppose you want it, Bernardo said, and poked Lupino in the chest for emphasis. Oh, had he just killed Lupino? Oh, damn it. Was zum Teufel? Okay, wir sind tatsächlich mega böse geworden. Wir sind gerade mega böse. Wir haben unseren Freund getötet. Ja. Leute, dann sage ich doch erstmal, beenden wir die Folge für heute. Wenn ihr sehen wollt, wie böse und dunkel wir noch werden und wie schlimm noch alles wird, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Stories, Path of Destinies. Und immer dran denken, jeder Support hilft mir, also wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Ciao, Freunde!